Bargeldverbot in Deutschland im Jahr 2023. Dürfen Rentner nicht mehr mit Bargeld bezahlen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich bin Rentner und habe im Internet gelesen, dass es ein Bargeldverbot in Deutschland geben wird. Stimmt das wirklich? Ich bezahle fast alles im Monat mit Bargeld, mit den neuen Kreditkarten und Online-Überweisung komme ich nicht zurecht und kann mir eine Welt ohne Bargeld überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gerne Ordnung in meinen Finanzen und gebe nur das aus, was ich auf meinem Kontoauszug sehe. So wie mir geht es auch vielen anderen, die ich als meine Altersgenossen so kenne. Muss ich Angst haben, dass ich bald nur noch ohne Bargeld bezahlen muss? Herr Knöppel, können Sie was dazu sagen? Also meine Damen und Herren, normalerweise beschäftige ich mich ja nur mit gesetzlichem Rentenrecht, aber ab und zu, wenn es mal wirklich interessant ist und wenn mich das auch wirklich das Thema brennend interessiert, dann sage ich auch was zu solchen Themen. Also eines vorab, ein generelles Bargeldverbot in Deutschland wird es nicht geben. Ist auch von Seiten der Gesetzgebung nicht geplant. Es gibt aber gesetzgeberische Entwicklungen, die den Bargeldverkehr eingeschränkt haben oder noch mehr einschränken wollen. Also das muss man auch dann tatsächlich so sagen. Erstens, die Europäische Union will mit einer neuen Geldwäschebekämpfungsverordnung, die illegale Geldwäsche einschränken. Im Geschäftsbereich soll es eine EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro geben. Deutschland hat sich bei der Vorlage zu dieser neuen Verordnung im Dezember 2022 der Stimme enthalten. Im März 2023 haben sich die Fachausschüsse der EU auf eine 7.000 Euro Obergrenze positioniert. Aber ich sage es auch gleich, entschieden ist hier noch gar nichts, meine Damen und Herren. Die bayerische Staatsregierung lehnt eine Bargeldobergrenze strikt ab. Sie sagt, Bargeld ist schnell, direkt und greifbar. Es ist unabhängig von technischer Infrastruktur und schützt die Privatsphäre. Gerade die zunehmende Kriminalität im Internet zeige, dass kriminelles Handeln auch ohne Bargeld möglich ist. Eine generelle Begrenzung der Bargeldnutzung ist daher völlig unverhältnismäßig und beschneide die Menschen in ihren Freiheitsrechten. So sagt es die bayerische Staatsregierung. Also können wir erstmal an diesem Punkt aufatmen. Auf europäischer Seite ist da also sozusagen noch nichts entschieden. Und im Übrigen würde ja die Bargeldobergrenze eine Obergrenze sein. Das heißt also, ich kann in der Tasche 7.000 Euro noch haben, und kann damit bezahlen. Also das wäre sicherlich auch nicht das Problem. Aber seit dem 28. Dezember 2022 ist in Deutschland das sogenannte Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 in weiten Teilen in Kraft getreten. Dieses Artikelgesetz soll helfen, Sanktionen gegen Russland durchzusetzen, so der erste Eindruck. Und ich habe mal hier Ihnen dieses Artikelgesetz mal aufgezeigt. Und so sieht das Sanktionsdurchsetzungsgesetz Nr. 2 vom 19.12.22 aus. Und dieses Gesetz ist in der Tat im Artikel 26 in weiten Teilen am 28.12.22 in Kraft getreten. Und uns interessiert vor allen Dingen, was denn jetzt tatsächlich für uns alle von Bedeutung ist. Und zwar ist das hier die Änderung, also Artikel 4, Änderung des Geldwäschegesetzes. Dann gehen wir hier mal ganz einfach in die Änderung des Geldwäschegesetzes rein. Und da sagt uns dieser Artikel 4 folgendes. Ich scrolle es noch mal ein bisschen runter, dass Sie es hier sehen. Vielleicht mache ich es auch noch mal ein bisschen größer. Genau. Also Sie sehen hier den Artikel 4 Geldwäschegesetz. Ja, gucken Sie hier. Und das steht drinne: Änderung des Geldwäschegesetzes, und in das Geldwäschegesetz wird nach dem Paragraph 16 ein neuer Paragraph 16a Verbot der Barzahlung beim Erwerb
von Immobilien eingeführt. Und dieser Paragraph 16a ist erheblich einschneidend. Und ich werde Ihnen den auch gleich noch zeigen, was da wirklich alles drin steht. Und im Paragraph 16a, Verbot der Barbezahlung bei Erwerb von Immobilien, steht Folgendes drin. Hier haben wir, mache ich vielleicht auch noch mal ein bisschen größer für Sie. Und zwar interessiert uns vor allen Dingen hier der Absatz 1. Bei Rechtsgeschäften, die auf den Kauf oder Tausch von inländischen Immobilien gerichtet sind, kann eine geschuldete Gegenleistung nur mittels anderer Mittel als Bargeld, Kryptowerten, Gold, Platin oder Edelstein bewirkt werden. Dasselbe gilt auch für den Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, zu deren Vermögen unmittelbar oder mittelbar eine inländische Immobilie gehört. Meine Damen und Herren, dieser Paragraph 16a ist das zwingende Verbot der Barbezahlung bei Erwerb von Immobilien. Und zwar gilt dieser Paragraph 16a für alle Rechtsgeschäfte in Deutschland im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie. Wenn wir uns dieses Sanktionsdurchsetzungsgesetz mal anschauen, dann ist das ja eigentlich dafür gedacht, dass mit diesem Gesetz die Sanktionen, die gegen Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angekündigt und auch durchgesetzt werden, mit diesem Gesetz sozusagen diese Sanktionen dann auch rechtlich auf sauberen Beinen durchgesetzt werden. Nun haben wir aber diesen Paragraphen 16a, Verbot der Barzahlung, und der betrifft uns ja alle. Über 90% aller Rechtsgeschäfte in Deutschland im Zusammenhang mit dem Erwerb von Immobilien sind inländische Rechtsgeschäfte und haben doch gar nichts mit den Sanktionen von Russland zu tun, meine Damen und Herren. Das heißt also, dieses Bargeldverbot, dieses Barzahlungsverbot bei Grundstücksgeschäften, passend, dass es in grundrechtlich geschützte Freiheitsrechte von uns allen eingreift. Das heißt also, ich kann heute nicht mehr zum Notar gehen mit einem Geldkoffer und sagen, hier hast du 300.000 Euro, ich möchte bitte mir eine Immobilie kaufen. Das ist rechtlich nicht mehr möglich. Ob das Gesetz tatsächlich so lange noch Wirkung hat, das weiß ich nicht. Möglicherweise wird es vielleicht auch schon erste Klagen geben, ich weiß es wirklich nicht. Ich halte es für hochproblematisch, dass solche Barzahlungsverbote überhaupt rechtlich möglich sind, zumal wir ja in dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz eigentlich die Sanktionen gegen russische Staatsbürger haben und Beteiligte im Ukraine-Krieg. Was haben wir als Deutsche mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Also wir werden sozusagen hier mit einem Verbot bestraft, in Anführungsstrichen, für den Erwerb von Immobilien, dass wir also keine Barzahlungen mehr durchführen können. Aber eines dürfte auch klar sein, dieses Gesetz, der Paragraph 16a, ist kein Gesetz zur Abschaffung oder Durchsetzung eines generellen Bargeldverbotes. Was wir aber in Deutschland seit Jahren, Jahrzehnten erleben, ist neben der Einschränkung der Bargeldzahlung in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel die steuerliche Anerkennung von Handwerkerrechnungen, ein schleichender Prozess der Möglichkeit, sich schnell und sicher Bargeld zu verschaffen oder Bargeld in Banken einzuzahlen oder zu tauschen. Also dass das immer schwieriger wird, meine Damen und Herren, sowas zu machen. Auch hier gibt es Höchstgrenzen seit Ende 2021. Banken mussten bei Bareinzahlungen von über 10.000 Euro Nachweise für die Herkunft des Geldes sich vorlegen lassen. Haben sie das nicht gemacht, drohte ihnen ein Bußgeld bis 5 Millionen Euro. Bankautomaten werden auch immer weniger. Bargeldeinzahlungen bei Banken oder Sparkassen, vor allem mit Hartgeld, wird immer schwieriger. Ja, Sie wissen das, ich habe hier ein bisschen Kleingeld in der Tasche, ja, so, und das möchte ich gerne bei der Bank einzahlen. Das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach möglich. Immer mehr Handel und Gewerbe nutzt den bargeldlosen Geschäftsverkehr. All diese Entwicklungen, die mit der Einführung des Internets, eBay, PayPal und Co. sich rasant entwickelt haben, führen in nicht mehr
allzu ferner Zukunft letztendlich zu einem Leben ohne Bargeld. Dies ist das Ergebnis, davon gehe ich aus, der technischen Entwicklung. Leider auch sehr zum Kummer der obersten Datenschützer bei Amazon und Co. immer mehr den privaten Lebensbereich durch Abgleich der Kauf- und Zahlungsgewohnheiten der Deutschen durchdringt. Orwell oder besser China lässt hier grüßen. Aktuell gibt es in Deutschland nochmal kein generelles Bargeldverbot. Bargeld ist und bleibt des Deutschen liebste Währung. Niemand würde heute in Deutschland ein Bargeldverbot verhängen. Dies wäre für die betreffende Partei oder die Parteien der politische Selbstmord. Wir alle, auch zukünftig alle Rentnerinnen und Rentner, müssen uns aber darauf einstellen, dass es eines Tages immer weniger Bargeldzahlungen geben wird oder gibt und dann vielleicht auch kein Bargeld mehr da ist, um Rechnungen zu bezahlen. Wann dieser Zeitpunkt eintritt, das ist heute nicht absehbar, ist völlig offen, aber eines ist klar, er wird kommen. Dennoch bis dahin können wir Sie alle durchatmen. Ein generelles Bargeldverbot, wie manche in Online-Medien unken, gibt es in Deutschland im Jahr 2023 nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.